Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute wieder hier mit einem Gespräch mit Alexander Fischer. Ihr kennt ihn bereits aus vielen vorherigen Podcast-Aufnahmen und Videos. Wir sprechen immer wieder gerne über Dividendenaktien. Und heute geht es um FOMO, Fear of Missing Out. Es geht um Emotionen am Aktienmarkt, denn besonders junge Menschen, aber auch generell ältere Menschen machen große Fehler an der Börse aufgrund von Gier, Angst und Panik. Wir sprechen jetzt darüber, wie wir es geschafft haben, davon wegzukommen. Außerdem sprechen wir im Detail über Nvidia. Wir analysieren die Aktie und sprechen auch darüber, ob dieses Unternehmen nicht gerade extrem überbewertet ist, ob es nicht völlig irre ist, wenn man jetzt noch einsteigt oder gar dabei bleibt. Sollte man jetzt mal Gewinne mitnehmen, darüber wollen wir sprechen. Und das wird jetzt ein richtig spannendes Video bzw. eine spannende Podcast-Aufnahme. Viel Spaß dabei und let's go. Willkommen zurück. Wir sind heute wieder hier mit Alex Dividendenfischer. Ihr kennt ihn von Dividendenalarm und es wurde viel gewünscht, dass wir wieder Videos zusammen machen, Podcast aufnehmen und entsprechend sind wir back. Einmal in Deutschland, einmal in Thailand. Der Alex hat eben schon gesagt, es geht ihm ganz schlecht. Das Wetter ist gar nicht so gut. 30 Grad hat er in etwa, ganz entspannt. Bei mir ist es richtig kalt. Und also im Februar wird es jetzt nochmal ordentlich kalt in Hessen. Aber wir reden heute über Emotionen am Aktienmarkt, über FOMO. Wir sprechen auch Nvidia an. Und da werden wir mal schauen, hier, was die Leute dazu sagen werden. Dann werden wir mal schauen, wie die aktuelle Lage am Aktienmarkt so ist, ob die Menschen viel kaufen vielleicht oder ob das auch ein bisschen übertrieben ist aktuell. Und wir schauen uns dann auch nochmal vielleicht die ein oder andere Aktie an oder sprechen darüber, die man sich eventuell aktuell mal anschauen könnte. Und somit, Alex, heiße ich dich willkommen. Schön, dass du wieder da bist und du kannst ja auch nochmal ganz kurz deine Person kurz erklären oder sagen, wo du bist, was du treibst. Vielleicht noch ganz kurz für die, die noch nie hier dabei waren. Ja, wie du schon sagst, mein Name ist Alex. Ich bin Finanzinfluencer oder was auch immer. Ich habe mich dem Thema Dividenden verschrieben, habe da einen Blog, dividendenalarm.de, und befasse mich ausschließlich Dividendenaktien, habe dort eine eigene Dividendenstrategie. Und ja, und in vielen Formaten, wo ich zu Besuch bin, treffe ich danach oft Menschen, die sagen, Mensch, Dividendenstrategie. Und ja, wir tauschen uns aus und das ist halt meine Arbeit. Ich betreue praktisch meine Leser. Und da kommen eben viele Fragen auf, unter anderem, wie du schon gesagt hast, heute das Thema FOMO. Nvidia ist ja momentan in den Medien. Alle rennen hinterher und ja, wir sind so gelangweilt von dem Thema, dass wir irgendwie vielleicht euch erklären können, warum man da nicht so viel Emotionen reinpacken sollte. Ganz genau, so sieht es nämlich aus, weil ich bekomme nämlich aktuell immer wieder dann die Situation oder habe die Situation, dass ich entweder Kunden, die das ansprechen oder Personen, die ich treffe, die natürlich dann auch immer wieder fragen, hey, wie sieht's denn aus aktuell, sollten wir jetzt nochmal Nvidia kaufen oder Apple, und ich schlage dann immer schon fast die Hände über dem Kopf zusammen, weil die Leute natürlich, und das ist ein großes Problem mit Gier, Angst, Panik, sind am Aktienmarkt, glaube ich, einfach falsch aufgehoben, und das verstehen die meisten Anfänger besonders nicht, und da sollte man natürlich Abhilfe schaffen. Wie ist denn deine Erfahrung mit deinen Kunden oder auch generell deine persönliche Erfahrung, was Emotionen am Aktienmarkt angeht? Also das Feedback von bestehenden Kunden, die auch schon länger mit dabei sind, ist in der Tat, dass sie viel ruhiger werden, dass sie gemerkt haben, man kann Geduld trainieren, man muss nicht jedem Rennpferd hinterherrennen. So haben ja viele früher agiert. Und das ist auch ein Grund, warum viele oft auch bei mir dann bei meinem Projekt landen, weil sie einfach davon auch genug haben. Das sind dann leider weniger die 18-, 20-Jährigen. Das sind dann eher die 45-, 50-Jährigen und aufwärts, die einfach schon so viel erlebt haben und mitgemacht haben am Markt und haben gesagt haben, ich will jetzt endlich mal ein bisschen ruhiger anlegen. Und also ich würde mal behaupten, ich bin sehr sachlich unterwegs, fast schon emotionslos. Also wenn ich schreibe, ich ärgere mich über irgendein Bullshit bei Bayer, dann meine ich nicht, ich ärgere mich und schmeiße irgendwelche Töpfe durch die Gegend und renne cholerisch durch die Wohnung, sondern dann ärgert man sich einfach und sagt, ja, okay, das Investment kann man vielleicht abschreiben, weil die einfach nicht aus dem Tee kommen, ewige Jahre da rumreiten. Vielleicht auch diese Erfahrung dann nutzen und sich zunutze machen bei neuen Investments.
Aber ich würde manchmal sagen, ich bin schon zu emotionslos unterwegs, zu geduldig, dass ich sage, wenn andere dann so irre aufgeregt sind, was machen wir denn jetzt? Und jetzt ist die gefallen um 10%, dann sage ich dann oft so, ja, aber die ist ja immer noch nicht günstig. Also die hat weder ein Kaufsignal, bei uns gibt es dann so Ampelsystem, Signale. Und dann fällt eine Aktie, ich sag mal, aus einer roten Phase in die gelbe Phase, ne? Sag ich, ja gut, aber die ist ja noch lange nicht grün. Und bei anderen Anlegern merkst du schon, ja, aber die hat schon 20% vom Hoch verloren. Das ist so ein Jucken, die müssen jetzt einsteigen und das, und dann denke ich mir, je mehr Leute das dann juckt, denke ich mir, dann bin ich noch gar nicht da, wo ich eigentlich sein will. Also ich bleib dann wirklich ruhig. Und ich würde mal behaupten, das ist mit den Jahren gekommen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich war früher natürlich auch so. Aber was mir hilft, ist eben meine Strategie, meine, sagt sich immer so, ich habe eine Strategie, viele haben eine Strategie. Frag mal die Leute, die sagen, ich mache Dividendenstrategie. Das meine ich damit gar nicht. Dividendenstrategie ist keine Anlagestrategie. Eine Dividendenstrategie sagt, du legst vielleicht den Fokus auf Aktien, die Dividende auszahlen. Hat aber noch nichts mit Strategie im Sinne von, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus, auf was achte ich, was kaufe ich nicht zu tun. Ja. Das heißt erstmal gar nichts. Aber gut, klingt halt gut. Ja, meine Strategie geht halt so, dass ich sage, ich weiß, wann ich in eine Aktie investieren möchte, was für Voraussetzungen bringt sie mit. Ne? Das haben wir letztes Mal schon gesprochen in den Videos. Checkliste, Thema, Handout. Und genauso weiß ich, wenn eine Aktie ein gewisses Niveau erreicht, was eher oben ist, teuer ist, wo ich sage, okay, die ist jetzt teuer, dann habe ich da irgendwie gar keine Schwierigkeiten, da mal mit Stops zu arbeiten oder mal meinen Gewinne abzusichern. Was eben die wenigsten schaffen, ist aus diesen Buchgewinnen verhältnismäßig ähnliche realistische Gewinne zu erzielen. Hm. Also da, ich habe jetzt auch zum Beispiel eine Broadcom im Depot, ne? Ist ja so ähnlich wie Nvidia mit 500%. Ja. Wenn ich zu emotionsgeladen in der Sache dabei gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich bei 70% schon mit einem riesen Puls ausgestiegen. Hm. Aber die liegt immer noch im Depot, weil die aus meinem System her noch gar nicht so richtig teuer ist. Die kommt da jetzt langsam hin, überhaupt keine Frage. Aber dann gucke ich mir sie an und dann würde ich auch eiskalt mit Stops arbeiten. Und wenn ich dann bei 485% ausgestoppt werde, dann habe ich einen realisierten Gewinn. Und bei Nvidia ist halt schwierig, werden wir wahrscheinlich gleich nochmal sprechen. Ja. Das geht so extrem nach oben, die Leute können gar nicht mehr abschätzen, was ist denn da schon eingepreist, was nicht, mache ich da jetzt mit oder nicht. Und da denke ich mir, ja gut, das ist jetzt eine Aktie, wo du dir ja selber unsicher bist. Es gibt wahrscheinlich noch gefühlt 100.000 andere, um die man sich kümmern könnte. Hm. Und wenn man nachher nochmal eine Aktie vorstellt, bringe ich halt auch eine mit, wo ich sage, das ist eine Aktie, interessiert keine Sau momentan. Ja? Hm. Sag ich, okay, dann kann man sich entweder darum kümmern oder man beschäftigt sich Tag und Nacht mit Nvidia. Ja, ja, das ist korrekt. Ich habe ja eher im Gegenteil zu dir den anderen Bereich. Also ich habe eher jüngere Leute, so um die 30. Ich habe da auch einen Kunden, der ist 19. Aber ich habe auch ältere, also einen Kunden, der ist knapp um die 60. Aber die Jüngeren, die sagen mir ganz oft, aber da kann man nochmal gucken. Und dann kommt immer auch wieder das Thema Krypto, kommt immer wieder auf, so unter dem Motto. Ich habe ja, immer das wieder, Gefühl, ne? Läuft ja wieder gut. Mhm. Ja, läuft wieder gut. Und dann kommt immer wieder die Frage von allen eigentlich fast, weil, und da habe ich auch immer das Gefühl, es geht immer, und das ist bei Nvidia so, das ist bei, wenn die Emotionen hochkochen und es läuft gut, dann kommen die Leute und wollen diese ganzen Aktien kaufen, aber wenn jetzt, es gibt ja ganz viele Aktien, über die redet keine Sau aktuell, und das ist für mich immer der Punkt, wo ich sage, jetzt wird es interessant, und dann muss man sich diese mal angucken. Wir werden ja gleich nochmal über die eine oder andere Aktie drüber gucken oder auch ansprechen. Aber ich habe immer das Gefühl, schnell reich werden ist bei jungen Leuten ein Problem. Das funktioniert einfach nicht so, wie sie sich das vorstellen. Man muss eine Struktur haben. Und wie du auch schon sagst, es kann ja auch die Strategie sein. Die Strategie ist jetzt, wie gesagt, nicht Dividendenstrategie, weil 10% Dividende ist in der Regel nicht gesund. Oftmals ist es der Fall, wenn ich nur nach der Höhe der Dividende schaue, dass das nach hinten losgeht. Das heißt, das Unternehmen muss auch Qualität haben. Aber ich habe auch, die Situation hier, dass wir beispielsweise, dass ich, oder sagen wir mal, Kunden habe, die dann schnell reich werden wollen und das aber nicht verstehen. Mhm. Nicht verstehen, weil die diese Erfahrung noch nicht haben oder auch nicht mal Verluste gemacht haben. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Und da sollte man dieses FOMO, Fear of Missing Out, ist bei jungen Leuten, da kann man denen auch sagen, mit der Erfahrung wird das besser einfach. Hast du ja auch schon gesagt, oder? Also ich glaube, gerade in jungen Jahren ist der Hebel, liegt einfach in der Aktivität deiner Arbeitskraft.
Ich glaube, du schaffst es in jungen Jahren viel schneller, mehr Geld zu verdienen, als dass du deine 5.000 Euro durch Zocken, durch Traden irgendwie pro Jahr verdoppelst. Ja. Ja, man sagt ja eher, lern doch erstmal das Traden oder das Handeln oder überhaupt das Investieren und schaffe in jeder Marktphase oder Zyklen oder was auch alles da, je nach Aktie oder Rohstoff, was es alles gibt, positive Ergebnisse zu erzielen, ja. Dann Ja. versuche die zu replizieren, ja. Jedes Jahr, jedes zweite Jahr, jedes dritte Jahr, du kommst auf den grünen Zweig. Und das machst du erstmal mit kleinem Geld. Wenn du das schaffst, dann kannst du sagen, okay, ich kann da mehr Geld reinpumpen, weil ich bin mir ziemlich sicher, weil ich weiß, was ich tue. Und da ist der Ansatz oft genau umgekehrt. Die Leute haben vielleicht ein paar tausend Euro, sitzen von morgens bis abends am Rechner, traden, hasseln, machen und tun. Dann haben sie eine Aktie mit 50%, boah, dann gehe ich sofort raus. Man muss ja immer die Hälfte der Gewinne Ja. sichern, ist ja immer dieser Spruch. Und so stehen sie sich selbst im Weg. Und ich denke mir mal, wäre doch geil, wenn du eine Sparrate von 1.000 Euro im Monat hättest. Also versuch doch eher daran zu arbeiten. Dann kannst du nämlich aus den 10.000 Euro in einem Jahr schon 22 machen, ohne Wertsteigerung. Du hast es verdoppelt. Ja. Ja. Und wenn du dann mal eine Million hast und sagst, du machst nur 15% pro Jahr, dann hast du 150.000 gemacht. Und das ist einfach ein Verhältnis, wo ich denke, da brauchst du dann nicht mehr arbeiten gehen. Ja, da Ja, kannst du auf ja, Teilzeit gehen, da brauchst du keinen Nebenjob mehr, gar nichts. Aber bei 10, 20.000 denke ich mir, es lohnt sich gar nicht, vor dem Rechner zu sitzen und dann viel Zeit zu investieren, um da irgendwo einen Prozentpunkt mehr rauszuholen. Aber die heutige Jugend ist halt auch so, ich glaube, wir waren da früher nicht anders. Alle wollen sie ihre Millionen haben, so schnell wie es geht. Ne? TikTok, Instagram, alles ist ja voll mit irgendwelchen Pseudo-Leuten, die irgendwie alle reich sein wollen, Ja. oder sich so darstellen. Das kann ich schon verstehen, dass die Leute sich da getriggert fühlen und dann versuchen, über Hals über Kopf irgendwie das nachzumachen. Aber, und dazu, das habe ich ja selber auch gemacht, ehrliche Arbeit, kontinuierliches an sich arbeiten, hilft viel, viel mehr, nachhaltig reich zu werden. Und das ist leider der längere Weg. Sollte man vielleicht nicht so laut sagen, aber es ist leider der längere und aufwendigere Weg. Und das sollten die Leute halt wirklich lieber diesen Weg wählen, ja. Ja, du kannst auch, wie du schon gesagt hast, du kannst schneller 1.000 Euro mehr verdienen, als 1.000 Euro mehr zu sparen. Das ist auch schon mal der Fall. Das heißt, an der Arbeitskraft natürlich zu arbeiten irgendwie. Und dann kann ich auch mehr investieren. Also wenn ich mehr verdiene, kann ich mehr sparen, kann ich mehr investieren, kann mein Geld anlegen und so ist es ja auch. Das macht einfach auch zum Beispiel keinen Sinn, wenn jetzt, ich hatte jetzt jemanden, der hat bei mir angerufen und der wollte gerne mit mir zusammenarbeiten. Das kann man ja mal erklären. Und der hat dann gesagt, der hat ganz gut verdient eigentlich, also über dem Durchschnitt gut verdient. Und dann habe ich gesagt, wie viel Geld hast du denn beiseite gelegt? Was willst du denn investieren? Und dann hat er gesagt, naja, er hätte sich jetzt einen Kredit von 15.000 Euro geholt und er wollte das jetzt investieren, hat aber noch gar nichts beiseite gelegt, gespart. Und dem verkaufe ich nichts. Warum sollte ich mit dem zusammenarbeiten? Das macht keinen Sinn. Das entspricht nicht meiner Strategie. Ich finde das quasi schon, es wäre fast Betrug, wenn ich anfangen würde, dem was zu verkaufen, weil ich nicht dahinter stehe. Weil es auch für mich keinen Sinn macht. Ich habe gesagt, spar erstmal Geld und nicht jetzt noch nicht mit geliehenem Geld arbeiten. Das kannst du später machen, wenn du schon viel Ja. Cashflow hast und so weiter. Das ist eine ganz andere Nummer. Und dann habe ich ihm auch gesagt, da müssen wir ein andermal nochmal zusammenkommen. Spar erstmal Geld, mach deine Erfahrung. So ist das nicht meine Strategie. Und dann habe ich auch mal jemanden kennengelernt, beziehungsweise von jemandem gehört. Und das fand ich ganz spannend. Der hat gesagt, ich mache mir über das Verkaufen, und das kann auch ein System sein, finde ich, überhaupt keine Gedanken, sondern ich mache mir Gedanken darüber, wann ich die Aktie, welche Aktie kaufen möchte, wann welche Aktie günstig ist, und dann lasse ich die einfach liegen und gucke da nicht mehr rein. Das machen auch Und viele, ja. das kann auch ein System sein, weil der Fehler ist ja oft im Einstieg oder im Ausstieg. Ja, also wenn ich verkaufe oder zumindest ist das ja immer der Fall, weil wir eben so emotional sind. Und wenn man dieses System hat und sich das verspricht und nur das Geld investiert, was man theoretisch jetzt mal 10, 15 Jahre nicht braucht, dann kann das schon ein großer Vorteil auch sein, beispielsweise. Ich sage ja auch mal, das, was ich investiere, das ist Geld, was ich weggebe und ich kaufe mir damit Erträge. Ja. Und wenn ich die nicht zum Leben brauche, dann kann ich die auch wieder nehmen und auch wieder investieren und mir neue Erträge kaufen. Also dieses Buy and Hold machen in der Tat viele. Wenn du dann aber, also bei uns ist so zum Beispiel, wir haben ja dieses Ampelsystem und wenn wir zum Beispiel rote Sachen sehen, roten Markt oder rote Aktien, dann sind die erstmal teuer.
dann machen die auch ihr Buy and Hold, gerade neue Ja. Mitglieder, ne? Und wenn dann diese Phase vorbei ist, ich glaube, die hatten wir zuletzt 2021, ne, nach Covid, wo dieses Bombenjahr war, wo alles gestiegen ist, als es dann vorbei war, ne, die Ernüchterung wieder eintrat, der Gummiband wieder, Bewertung wieder, Kurse wieder, alles zurückgekommen ist, Ja. da haben die dann gesagt, ja, mit dem Buy and Hold, ja, hätte ich mir wenigstens die 3, 4, 5, 6, 7 Aktien da oben, wo die teuer waren, wo die Ampel rot war, hätte ich sie mir wenigstens abgesichert. Also viele machen ja Buy and Hold und behalten die Aktien ja auch dann, wenn sie mal irgendwann teuer sind. Bei uns ist es so, wir haben ja dieses Ampelsystem, wir sehen dann praktisch, was rot ist, was dann wirklich teuer ist. Das heißt, ich kann mich explizit mit den zwei, drei Aktien, die dann teuer sind, auseinandersetzen und dann sagen, ist es wirklich so, wie bei Nvidia, ne, kann man ja mal versuchen, herauszufinden, wie viel Speck ist denn da noch zu holen. Und wenn man der Meinung ist, ja gut, das ist wirklich eine Überbewertung, wenn man mal guckt, also man erkennt es dann auch, dann arbeiten wir mit Stops. Und ja, wenn so eine Phase vorbei ist, zum Beispiel 2021 war so ein Boomjahr, dann kommen dann gerade diese Buy and Holder und sagen, ja, hätte ich mal, hast ja recht, stimmt, da waren so ein paar Werte im Depot, die waren leuchtend rot, habe ich natürlich nicht gemacht, weil macht man ja nicht Buy and Hold, ne? Und dann vor allem, am besten finde ich, wenn alle sagen, ich mache Buy and Hold wie Warren Buffett. Dann sage ich, ja gut, der macht ja keinen Buy and Hold, ne? Also der macht ja durchaus auch genug Verkäufe jedes Quartal. Aber gut, die merken dann erst, wenn man nämlich erkennt, wann eine Aktie teuer ist, macht es durchaus Sinn, auch mal die Gewinne abzusichern und dann nochmal zu realisieren. Und man könnte Buy and Hold auch so sagen, Buy and Hold ist für mich auch nicht, ich kaufe stets und ständig, jeden Monat, immer, auch teuer, auch günstig, und lasse sie dann ewig liegen. Ist für mich auch nicht Buy and Hold. Also dann sollte man sagen, ich kaufe günstig, buy, und kaufe wirklich nur dann, wenn Aktien oder Märkte günstig sind und ansonsten nicht. Naja, und so hat jeder seine eigene Strategie, aber was ich eigentlich gesagt habe, ist, oder sagen wollte, ist, diese Erfahrung schreibe ich mir ja auf in einzelnen Punkten. Wie du sagst, bei dir ist es Checkliste, bei mir ist es ein Handout, wo wir mit unseren Mitgliedern individuell erarbeiten. Und das Handout oder die Checkliste hat mir in all den Jahren geholfen, emotionsloser zu agieren. Wenn eine Aktie günstig erscheint, dann prüfe ich da ein bisschen rum und dachte mir, ja, die ist günstig, weil die auch scheiße ist. Weißt Ja, du? genau. Was ich ja suche, ist ja eine Dividendenperle. Eine, die günstig ist, aber durchaus Qualität bietet und wo ich sage, da, wenn die CEO da ein bisschen aufräumen, dann haben wir in 2 Jahren oder in 1,5 Jahren wieder eine Perle. Ist alles gut, da ist nichts kaputt. Und dann gibt Ja. es eben die Unternehmen, wo du sagst, die sind überschuldet. Da ist kein Wunder, dass die Leute denken immer, wenn der Kurs fällt, ist eine Aktie günstig. Wenn die Gewinne sich halbieren, zum Beispiel, oder die Margen, und eine Aktie sich halbiert, dann ist praktisch der gleiche Zustand wie vorher. Ja. Weißt du? Und Ja. das ist eben, das muss man halt berücksichtigen. Und das vergessen viele oder können gar nicht, teilweise gar nicht unterscheiden. Ne? Die sagen, Aktie hat sich halbiert, jetzt kaufe ich die. Ich so, na gut, aber die Gewinne sind ja auch weg. Also, da ist die jetzt nicht günstiger geworden. Ne? Wahrscheinlich ist KGV dann immer noch genauso, ne? Aber es ist schwierig, das den Leuten zu vermitteln. Aber so ein Handout, eine Checkliste hilft ungemein, weil du hast ja Ja. heute dir Gedanken gemacht. Du hast die Erfahrung gemacht, du hast es gesehen, hast es gehandelt, schreibst es dir auf. Und wenn du dann in 6 Monaten kommst und sagst, boah, Bayer ist Schnäppchen im Angebot, jetzt hier, dann denkst du dir, aber hier steht, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut, das so finde ich gut. Nee, du, da gucke ich mir mal, suche ich mir was anderes, weißt du? Ja. Das könnte man machen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wann machst du das? Wenn du ein bisschen Zeit hast, am Wochenende, ne? Du hast dann mal Familie, du bist ein Jungscherspund mit 20, du hast das Gefühl, das ganze Leben gar keine Zeit. Und das hatte ich jetzt auch die Tage. Woher nimmt man die Zeit? Dann sage ich, du musst dir diese Zeit selber geben für das wichtigste Hobby deines Lebens. Das ist jetzt nicht Angeln. Das ist jetzt auch nicht Tennis spielen oder mit Kumpels saufen gehen. Das wichtigste Hobby in deinem Leben sollte sein deine Altersvorsorge, dein Traum, dein Ziel, dein Vision Board. Du kannst dir alles an die Wand klatschen, deine Häuser, deine Palmen, was auch immer, deine tollen Urlaube. Ja. Du kannst aber auch darauf warten, bis irgend so ein, wer auch immer dann kommt und sagt, hier, Traum erfüllt. Ding Dong klingelt an der Tür. Die Ja. Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass das passiert. Sondern du alleine bist doch für dein Vision Board verantwortlich, für deine Träume, für deine Ziele. Und wenn du nicht mit dem Rollator mit 75 eine Weltreise machen willst, dann musst du was dafür tun, wenn du die vorher machen willst, ja? Und deswegen denke ich mir, dann halt mal eine Stunde weniger angeln gehen, vielleicht mal einen Tag weniger saufen gehen, ja? Vielleicht mal ein Auswärtsspiel beim Fußball,
okay, Kreislinger kann man verschmerzen. Aber dann sich wirklich hinsetzen, einmal die Woche, ein, zwei Stunden am Wochenende und sich um das wichtigste Hobby der Welt kümmern. Ja, viele glauben ja auch, dass Aktien so ein Riesenhexenwerk ist. Vor allem, wenn man gewisse Kriterien hat, nach denen man schaut, eine gewisse Struktur hat, merkt man dann nach einer gewissen Zeit, jetzt habe ich das schon so oft gemacht mit so vielen Aktien und immer, wenn ich diesen einen Prozess durchgegangen bin, beispielsweise bei mir ist es immer, wenn ich danach geschaut habe auf der Checkliste, danach und bei mir ist es auch beispielsweise und für meine Kunden ist es beispielsweise auch, wenn ich das Unternehmen gesondert betrachtet habe von der Aktie und mir dann die Aktie angeschaut habe, wie sie aktuell bewertet ist im Vergleich zum Unternehmen. Also wie du auch eben schon gesagt hast, ist es jetzt ein Scheißunternehmen oder ist es wirklich ein Qualitätsunternehmen, was ich jetzt günstig dann kaufen kann oder was Qualität hat, aber zu teuer ist gerade. Das gibt's ja alles. Und immer wenn ich diesen Prozess durchgegangen bin, dann merke ich jetzt schon, kommt bei mir ein Gefühl hoch, wo ich sage, das ist interessant. Und das hat immer dazu geführt, wenn ich in dieser Situation gekauft habe, dass sich das ausgezahlt hat. Deswegen gibt es auch immer wieder Aktien und für mich gehört da auch dazu, Unternehmen, die müssen ja noch nicht mal super krass wachsen, aber Unternehmen, über die keine Sau redet aktuell, die aber eigentlich jeder kennt, die Produkte jeder nutzt und die seit Jahren von links unten nach rechts oben gehen, wenn du dir den Chart anschaust, über mehrere Dekaden, dann hat man schon einen gewissen Prozess durchgestanden, immer und immer wieder mit der Erfahrung, wo man dann sagt, okay, das zahlt sich einfach aus. Und das ist, glaube ich, auch was sehr, sehr wichtig ist. Und dann kommt man auch nicht mehr in die Situation, wo man jetzt beispielsweise, wenn ich mir jetzt von CNN, gibt es ja diesen Fear and Greed Index, da sind wir ja auch wieder bei Extreme Greed aktuell, zumindest am Anfang von Extreme Greed. Das heißt, die Menschen sind gierig. Das merkt man immer auch daran, wenn besonders Tech-Aktien und sowas in letzter Zeit gestiegen sind oder wenn Krypto gehypt wird oder wenn Menschen, die keine Ahnung haben, auf einmal von Aktien reden und sowas oder wenn die sich noch nicht damit beschäftigt haben, sehr viel darüber sprechen. Und dann, ich gucke mir dann auch immer noch mal die 200-Tageslinie an. Ich bin jetzt nicht der größte Charttechniker oder so irgendwas, aber ich schaue mir dann vom S&P 500 die 200-Tageslinie an und da geht es die ganze Zeit nach oben. Ist ein Riesenunterschied zwischen der 200-Tageslinie und dem Kurs aktuell. Und ich merke auch, wenn man geschaut hat, wenn die 200-Tageslinie von unten, der Kurs, die 200-Tageslinie durchbricht oder wenn man deutlich darunter war, da habe ich jetzt kürzlich auch ein Video gemacht, dass es dann auch mehr Sinn gemacht hat, größere Summen zu investieren, weil man dann einfach die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man Verluste macht. Ich habe auch jetzt Leute gehabt, die haben bei mir angefragt, die sind 2 Jahre am Aktienmarkt, 6-stellig investiert und sind stark im Minus. Und das ist ein schlechtes Gefühl und dann überlegen die, lasse ich es komplett oder mache ich weiter? Und das ist natürlich dann nicht, wie es sein sollte. Deswegen ist so ein Prozess, ein gewisses Schema, wann verkaufe ich, wann kaufe ich, was mache ich, bevor ich die Aktie kaufe, einfach unheimlich wichtig. Und mir hat das geholfen, dann nicht auf so eine Nvidia aufzuspringen zum Beispiel, wenn die richtig durch die Decke geht. Kann alles gut gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist halt auch da. Ja, also Nvidia habe ich auch nicht im Depot. Ja. Jetzt, wo die Aktie wie eine Rakete abgegangen ist, finde ich, muss man auch darüber nicht mehr reden. Mich interessieren Leute, die sagen oder die darüber reden, bevor die abgeht wie eine Rakete. Ja. Und die muss man hören, die muss man finden. Und dann musst du dich daran erinnern und sagen, Mensch, der hat aber erklärt damals, es steht die Wahrscheinlichkeit, könnte ich dir jetzt bezüglich Nvidia niemanden nennen. Gibt es bestimmt, ist jetzt aber nicht mein Metier, weil es keine wirkliche Dividendenaktie ist. Also der Ertrag ist jetzt nur nichtssagend, ja. Ja. Kurz noch zum Fear and Greed Index, den benutze ich zum Beispiel gar nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass der offensichtlich wirklich nur die kurzfristige Stimmung am Markt wiedergibt. Das hat mit meinem Indikator zum Beispiel ganz wenig zu tun. Der könnte auf Gier stehen, da steht mein Indikator immer noch irgendwo anders oder umgekehrt. Das hat also mit dem, was ich tue, also langfristiges Investieren in Dividendenaktien, ganz wenig zu tun. Sind Leute am Markt unterwegs, ich sag mal sowas wie Trading, Swing Trading, Wochen, Monate, dann mag das durchaus relevant sein. Kann man sich das mal anschauen. Ich benutze ihn schon echt lange nicht mehr, weil ich immer gedacht habe, die Leute schreiben mir immer zu, oh, der ist jetzt da oder da, ganz weit oben oder ganz weit unten. Dann denke ich mir, ja, aber das hat mit uns jetzt irgendwie, was wir hier machen, wenig zu tun. Und da sind wir auch schon beim S&P und Nvidia. Ich habe ja heute einen Kommentar gefunden, da steht, dass Nvidia, Meta, Microsoft und Amazon in diesem Jahr
für 3/5 Ja. Der Performance beim S&P 500 stehen. Und du weißt ja selber, beim S&P 500 gibt es ja dann noch 500, 400 und 95 andere Aktien. Mhm. Was man auch gucken kann, sind ja diese Top 7. Ne? Diese, da sind ja noch Apple mit dabei und noch einer, was war das? Tesla wahrscheinlich. Wenn du dir mal nach googelst nach dem S&P 493, also dann bist du überrascht, dass der gar keine Performance macht. Das würde also bedeuten, durch die extrem hohe Gewichtung, die müsste wahrscheinlich schon fast bei 30% sein von diesen 5 Werten oder den 7 Werten, mhm. ist das Bild komplett verzogen. Das heißt, in den Aktien, wo ich unterwegs bin, ist der Fear und Greed eher auf 4 oder das kurz davor. Ja. In diesem S&P-Kram oder in diesen Hype-Werten, die momentan die Indizes treiben, hatten wir ja, glaube ich, letztes Mal gesprochen, beim DAX sind ja auch 5 Werte, die den DAX zu 50% gewichtet sind. Sorry, was soll ich damit? Ja, wenn du die nicht im Depot hast, ich habe von denen nur Allianz im Depot, dann machst du die Performance halt nicht mit. Und was wollte ich sagen? Beim Fear and Greed ist halt so, du musst halt die Indikatoren suchen, die dir für das, wo du investierst, halt entsprechend bessere Aussagefähigkeit geben. Ja, S&P, wenn 493 Aktien eher normal oder unterbewertet sind, da habe ich zum Beispiel in den letzten Monaten mit meinen Mitgliedern gerade besprochen, haben uns mal die Werte angeguckt. Alle Werte, die wir in den letzten Monaten gekauft, oder Wochen und Monaten gekauft oder besprochen haben, und du guckst dir auch nur das KGV an, mhm. dann liegen die alle am 6-Jahres-Tief. So, dann denke ich mir, ja, und dann denke ich mir so, okay, ich habe mit dieser Rallye, die da gerade passiert, überhaupt nichts zu tun in meinem Depot. Deswegen performt mein Depot gerade nicht. Aber es ist auch nicht so wild. Aber ich gucke mir jetzt auch nicht Aktien an wie Nvidia und sage, kaufe ich die nicht. Sondern alle Aktien, die wir uns gekauft haben, sind genau das Gegenteil vom S&P, sind aber im S&P enthalten und stehen am 6-Jahres-Tief. So, ich höre mal, den Aktien, wie du schon gesagt hast, die sind extrem langweilig, beschäftige ich mich. Und ja. Nochmal kurz zu Nvidia. Wir haben sie ja wahrscheinlich beide nicht im Depot, hast du ja schon gesagt. Nee. Ich habe mir die jetzt mal im Zuge unseres Interviews hier mal angeguckt vorher. Es ist ja noch gar nicht lange her. Die hat sich jetzt wahrscheinlich innerhalb der letzten 4-5 Monate hat die sich ja verdoppelt. Ja? Also November, Dezember, da lag die ja noch bei unter 450. Also Euro, Dollar habe ich jetzt nicht geguckt. Könnte man auch noch mal gucken, aber ist jetzt nicht so relevant. Die meisten gucken eh in Euro. Das heißt, sie hat sich verdoppelt. Jetzt gucke ich mir die Zahlen an. Das Geschäftsjahr 2024 ist komischerweise bei denen schon zu Ende. Die haben anscheinend einen ganz anderen Rhythmus. Die berichten jetzt als nächstes das erste Quartal 25. Ist halt so. Das Geschäftsjahr 24 vergleicht man mit dem Geschäftsjahr 26. Jetzt hatten sie in diesem Jahr 61 Milliarden Umsatz und wollen 26 verdoppeln auf 130 Milliarden. Und auch beim Gewinn sieht es da ähnlich aus. Ja, nehmen wir nur mal das EBITDA. Da sind wir bei 34 zu 70 Milliarden. Dann frage ich mich doch, die wollen also bis 2026 ihr Geschäft verdoppeln. Okay, seit wann weiß man das denn? Seit gestern? Seit ein paar Wochen? Seit ein paar Monaten? Die Quartalszahlen kannst du gucken. Die werden das ja schon eine ganze Weile erzählt haben und die Entwicklung zeigt es ja auch. Also die Zahlen sind absolut gut, ja. Aber wenn die Zahlen sich verdoppeln sollen, der Kurs sich schon verdoppelt hat, dann gehe ich davon aus, das, was wir in 2026 oder 27 soll nochmal einen Ticken besser werden, das, was dort erwartet wird und die Erwartungen dieser Kennzahlen, die man sich hier anschauen kann, sind ja praktisch Analystenkonsens. Ja. Das ist ja nicht, wo man einen Dreisatz nimmt und sagt, das mal 4, mal 3. CEO hat gesagt, wird viel, wir machen mal doppelt, ja, das sind ja die Analysten, können doch, die beschäftigen sich ja Tag und Nacht damit und sagen, okay, die bauen da eine Fabrik, die verkaufen ihre Chips, die haben die Margen, der CEO sagt so und so, dann sagen die, okay, dann müssen die zwangsläufig, wie hier steht, 2027 150 Milliarden Umsatz machen oder 100 Milliarden Gewinn. Und dann sagen die, na, wenn ich das kriege in 3 Jahren, dann bin ich bereit, heute das schon einzupreisen. Und deswegen sage ich dir, das, was wir heute sehen, diese 750 oder wo die Aktie steht, wir müssen ja mal gucken im Minutentakt, die Aktie steigt ja schneller, als wir reden können. Ja. War ja bei 750 Euro jetzt die Tage. Mhm. Da gehe ich einfach davon aus, dass das, was wir heute wissen und was wir für Erwartungen haben, ist da schon mit drin. So, jetzt ist also die Frage, kann Nvidia jetzt überraschen bis 2026, 2027? Also wir gehen ja davon aus, 130 Milliarden Umsatz.
in 2026. Jetzt stell dir mal vor, die schaffen nur 120. Das ist ja, immer noch ist immer noch eine Verdopplung von dem, was wir im November, Dezember vielleicht hatten im Aktienkurs. Und jetzt denken alle, die schaffen 130 Milliarden. Schaffen die nur 120? Was meinst du, was dann passiert? Enttäuschung. So, ja. Und dann denke ich mir, dann bist du schneller wieder, statt bei 750 Euro, bist du schneller wieder bei 600 Euro. Das klingt jetzt noch nicht so viel. Aber in Prozenten, wenn du den Hype ja nicht mitgemacht hast, wenn du nicht bei 400, 300, 200 eingestiegen bist, wenn du jetzt bei, keine Ahnung, was sagt der Chart hier, im Februar, wenn du jetzt ab 600 bis 650 aufgestiegen bist, dann bist du bis 2000, bis dann diese Zahlen kommen, bist du bei plus minus null. Also ja. Weißt du, fällst du wieder auf 600 zurück und denkst dir, ja, also es war irgendwie gar keine Rakete, es lief gar nicht so richtig gut. Mit sowas beschäftige ich mich wirklich null. Also jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Aber ich sitze da nicht mit dem spitzen Bleistift und denke mir, boah, ja, es könnte sein, die könnten nochmal 2 Milliarden, 3 Milliarden, 4 Milliarden mehr machen. Ich glaube, der Drops ist gelutscht. Das ist so viel eingepreist in diese Aktie. Das ist praktisch nur noch ein Zockerpapier. Da geht was nicht. Aber guck mal, die lief jetzt ein Jahr oder fast ein Dreivierteljahr seitwärts in einer Range zwischen 450 und 350. Ja. Ja, ja. Da hatte man keinen Biss, da hatte man keine Ahnung, was passieren könnte und. Vielleicht, da muss man jetzt auch nicht mehr aufspringen. Das Risiko ist für mich viel, viel, viel zu hoch, dass ich jetzt in einer Range bin, wo alle sagen, die einen cashen aus, die anderen hoffen und hoffen. Also ich glaube, das wird kein Bitcoin, wo ja alle immer nur die eine Million oder was hat Katie Woods gesagt, 2,5 Millionen sieht sie. Ja. Die sieht immer ganz viel, ja, irgendwie. Ja, die aber sieht gut. Mehr als andere. Naja, auf jeden Fall. Die will gerne mehr sehen. Aber auch mal, man muss allein mal schauen, ich habe es dir vorher schon mal zugeschickt. Am 4.1. standen wir mit knapp 480 US-Dollar. Und 27.2. ich habe, ich weiß nicht, heute Morgen, als die Börse noch nicht auf war, habe ich geguckt, standen wir bei 787 Dollar. Also das sind allein 60% in einem Monat. Ja, das ist völlig, völlig irre. Und wenn ich mir dann jetzt anschaue und geh mal rein und schaue mir mal wirklich nur die Kennzahlen, die sich jedermann anschaut und viele, viele kennen jetzt nichts irgendwie. EV to EBITDA oder Free Cashflow oder irgendwas. Und wir gucken uns einfach nur mal das KUV an und schauen mal, wenn das detaillierter berechnet ist, also tagesgenau, dann sind wir hier bei historisch, wenn ich da mal jetzt reingehe, ich ziehe das gerade mal hier lang, dann sind wir hier irgendwie KUV bei 6 historisch, das historisch jetzt vielleicht nicht so ausschlaggebend, aber aktuell wären wir da bei 30, ja, das heißt das Fünffache. Jetzt guck mal bei Wikipedia, wenn man unterbewertete Aktien finden will, was dort steht, was gute KUV-Werte sind. Das ist unter 1. So. Jetzt kannst du natürlich 30 kaufen, ja klar. Aber die Frage ist immer, du kannst es ja auch mit, du hast es ja aktuell jetzt berechnet. Du solltest es dann mal natürlich hochrechnen mit den Erwartungen. Das ist ja das, was die Leute machen. Heute wird ja die Zukunft gehandelt. Ja. Das heißt, wir handeln heute nicht 700 Euro Aktie, die 60 Milliarden Umsatz, die sie jetzt im abgeschlossenen Geschäftsjahr hatten, sondern wir handeln heute bereits die Umsätze, die erwartet werden. Also ja, die mehr als Verdopplung. Und deswegen, da geht es also von, wenn du sagst, wie viel war es, 30, geht es wahrscheinlich runter auf 15 oder lass es auf 8 runtergehen. Es ist immer noch eine ordentliche Stange Geld und das heißt, die Erwartungen sind eingepreist. Die müssen liefern. Wenn sie sagen, statt 130 Milliarden schaffen wir dann doch nur 120, weil irgendeine Fabrik abgebrannt ist. Und du darfst auch nicht vergessen, wir hatten ja Chipmangel. Ne? Wir hatten ja durch Covid ist alles ganz viel kaputt gegangen. Die Chipindustrie hängt voll durch. Das heißt, die haben jetzt alle angefangen zu investieren. Alleine Intel, ich kann gar nicht aufzählen, wo die überall Fabriken bauen. Das heißt, man rechnet ab 26, vielleicht auch schon Teile mit 25, dass überall auf der Welt neue Fabriken aufmachen. A, neue Fabriken, weil wir mehr Angebot produzieren wollen, weil die Nachfrage so hoch ist. Und das Zweite ist, wir müssen, also nicht wir, sondern die Leute da draußen, die diese Fabriken bauen, müssen sich regional absichern. Das heißt, die meisten Fabriken, die da draußen gebaut werden, werden nicht mehr in China und nicht mehr in Taiwan gebaut. Die werden in Amerika gebaut, in Europa. Warum auch immer. Politisch kann alles Mögliche passieren. Man will sich da absichern. Das heißt, man hat in einer gewissen Zeit, 25, 26, 27, öffnen überall Fabriken. Das heißt, dieses Angebots-Nachfrage-Verhältnis, was wir jetzt haben, was auch die Preise treibt, für spezielle Chips oder was auch immer, wird auf jeden Fall wieder nachlassen. Es wird dann irgendwann einen Punkt geben, wo Chips wie Sand am Meer überall produziert werden. Auf jeden Fall. Das kann dann wieder sich verändern, wenn bestimmte Fabriken ausfallen.
Warum auch immer, wenn einer mit dem Boot woanders rüberfährt, keine Ahnung, kaputt macht was. Ja, kann alles möglich sein. Dafür fallen wir dann wahrscheinlich in eine Zeit zurück, wo ich sage, das hatten wir schon mal, da wurde alles in China und in Taiwan produziert. Jetzt können wir die gleiche Produktion in allen anderen Kontinenten aufrechterhalten, während dort alles kaputt gemacht wird. Das kann sein, das sind dann so eine Wellen. Kann man mal googeln, Schweinezyklus, alles ein bisschen erklärt. Das heißt, wie lange soll das jetzt anhalten? Ja? Also es wird kein Jahrzehnt dauern, sondern es wird wenige Jahre dauern, bis wir einen Überhang in der Chipindustrie haben. Und da muss ich sagen, da bin ich einfach bei solchen Werten entweder gar nicht investiert, weil ich zu spät gekommen bin, muss man ja ganz klar sagen, oder mich da nicht drum Ja. gekümmert habe. Ich als Dividendeninvestor habe Nvidia überhaupt nicht auf dem Schirm. Jemand, der zockt, der einfach hier an der Bushaltestelle steht und mit anderen Leuten darüber spricht, der hätte vielleicht bei 400, 450 im letzten Jahr, gab es eine Menge Zeit, dort einzusteigen, haben wahrscheinlich die wenigsten, ne? Und Ja. mit dem KI-Hype, ChatGPT und so weiter sind sie überhaupt erst durch die Besprechungen in den ganzen Magazinen und so weiter auf die Idee gekommen, ach so, da braucht man ja Chips für, und dann bei 600 steigen jetzt alle ein. Ja, also die wenigsten sitzen wirklich auf hohen Gewinnen. Und nochmal, man muss das aushalten können. Ich habe ja eine Broadcom im Depot, 500%. Nur mal ein reines Rechenbeispiel. Wenn Broadcom heute um 20% steigt, weil die machen jetzt Freundschaft mit Nvidia. Ja. Ja? Und dann würde sich meine Position im Depot von 500 auf 600% anheben. Obwohl die Aktie heute nur 20% macht. Aber aufgrund dessen, dass ich schon so viel Gewinne habe, würde meine Performance von 5 auf 600 steigen. Das muss man aushalten können, weil wenn die morgen einbrechen, weil die sagen, da ist jetzt ein Feuerlöscher kaputt gegangen in irgendeiner Fabrik, die können jetzt gerade keine Chips liefern, oder die haben irgendeinen Patentstreit verloren, was auch immer, dann fällt die Aktie morgen um 20%. Ne? So ein Nvidia kann ja einfach mal so Klar. um 70 Euro fallen, dann sind es schon mal 10%. Dann würde mein Depot um 50%, also die Gesamtperformance meiner langjährigen Position, in Verlust gehen. Und da muss ich sagen, wie will man denn damit umgehen? Also, da muss man schon emotional Ja. gefestigt sein und das aushalten können. Und dann gibt es ja auch noch viele Personen, die jetzt dann nur in den Nasdaq investiert sind und so weiter. Und da habe ich ja, weiß nicht, 30% machen ja schon oder 17% machen allein zwei Aktien aus, ja. So, und da bin ich dann auch wieder in der Gefahr, dass das eben passiert. Aber auch bei Nvidia jetzt, das ist ja alleine, wenn man das KGV bereinigt um Sondereffekte, bin ich da mehr als doppelt so viel auch aktuell. Cashflow braucht man gar nicht reden, deutlich mehr. In den letzten, wenn ich auf die letzten 8 Jahre gehe, und das sind ja jetzt nur simple Betrachtungen, da sind wir jetzt noch nicht mal ins Detail irgendwie reingegangen Ja. und haben uns da irgendwas Detailliertes angeschaut und gehen da nur auf die letzten 8 Jahre, wo mehr Wachstum schon war, bin ich alleine trotzdem im Kursumsatzverhältnis von aktuell in der Verdreifachung. Also, und dann wären wir auch noch bei den Emotionen, die wir am Anfang wieder angesprochen haben, wo dann Menschen einfach reingehen, und dann kaufen, obwohl es zu teuer ist, weil sie hoffen, schnell Gewinne zu machen, Anfänger und so weiter. Und wenn wir jetzt richtig clever wären, dann würden wir die ganze Zeit ja Videos zu Nvidia und Kauf jetzt und Verkauf dann und so. Und da bekomme ich natürlich viele Aufrufe vielleicht, aber das ist natürlich auch einfach Quatsch, da die Leute mit den Emotionen und so weiter zu spielen. Auf gewisse Art und Weise macht vielleicht jeder, der irgendwie YouTube macht oder sowas, so ein bisschen versucht, die Menschen anzuregen und zu zeigen, ja, da musst du jetzt mal draufklicken, weil der redet über Nvidia, werden wir ja auch in diesem Podcast, in diesem Video jetzt hier machen, dass wir darüber sprechen. Aber ich glaube, wir müssen den Leuten mal ins Gewissen rufen und ihnen mitteilen, dass die da ordentlich drüber nachdenken, eine ordentliche Gewichtung im Portfolio haben und sich wirklich fragen, verstehen Sie, wie sich dieses Unternehmen in Zukunft entwickeln kann, wie der Markt sich entwickeln kann? Und ich sage da auch ganz klar von mir, ich finde Nvidia bestimmt auch interessant. Ich habe da schon öfter mal drüber nachgedacht, aber ich bin auch jemand, der sich in anderen Bereichen einfach besser auskennt. So, das ist, also ich bin in der Lebensmittelindustrie und so weiter und da kenne ich mich beispielsweise deutlich besser aus. Und es gibt auch gewisse Favoriten. Ich sage jetzt mal Branchen, Sektoren, wo man gerne investiert. Das Problem ist eben, wenn diese ganzen Tech-Aktien so stark steigen, dass da die ganzen Jungspunde und so weiter direkt draufspringen, weil sie glauben, dass das alles ist, was sie können. Und das ist ein Problem. Deswegen sollte man es gerade richtig lernen, Portfolio ordentlich aufbauen und verstehen, was man macht. Weil selbst wenn der CEO sagt, hat er ja gesagt, wir haben unendlich Potenzial.
vielleicht so genau hat er es nicht gesagt, aber er hat gesagt, extremes Potenzial zum Wachstum und so weiter. Natürlich. Und allein solche Aussagen drücken ja schon den Kurs nach oben. Und das ist für mich auch deutlich eingepreist. Wenn ich da jetzt dabei wäre, ich würde da jetzt eine Reißleine ziehen. Das wäre. Naja, ich reite den Gaul natürlich schon gerne, bis er tot ist, im Sinne von weiter nach oben. Ich warte nicht, bis er auf Null fällt. Ja, naja, klar. Aber was also man natürlich auch machen kann, das gibt es ja auch. Ich kann ja auch, wenn ich merke, meine Position wird zu groß, ich muss ja nicht, und das kann man den Leuten ja auch mal sagen, ich muss ja nicht die ganze Position liquidieren. Ich kann ja auch sagen, ich nehme mal Anteile raus. Oder wenn ich eine gewisse Prozentzahl habe, nehme ich die Anteile raus und reinvestiere das in eine Aktie, die aktuell günstig ist, trotz dessen, dass der, du hast ja vollkommen recht, Fear and Greed Index, werden wir gleich über zwei, drei Aktien sprechen, wo da überhaupt kein Greed eben unterwegs ist aktuell und die ganze Zeit flach laufen, schon seit mehreren Jahren vielleicht sogar. Und dass man vielleicht in solche Aktien dann mal Anteile, wo man was rausgenommen hat, dann da reinvestieren kann, weil man eben ein System hat. Das sehe ich hier eher. Durch die Emotionen ist halt die Angst zu groß, man könnte was verpassen. Weil du steigst jetzt aus und die geht auf 1000, weißt du? Dann ist natürlich der Ärger mal groß. Deswegen sage ich, klar, einfach die Position absichern, die wird schon zurückkommen. Guck mal, wir können ja mal das Jahr 2022 vergleichen, ja? Wo das mit dem Zinsanstieg losging. Wenn die Zinsen steigen, dann werden nämlich Wachstumswerte, da werden die in Zukunft erwarteten Gewinne anders verzinst und bepreist, genau. Und dadurch sind die dann in sich zusammengefallen. Guck mal, da hat der Nasdaq minus 28% gemacht. Also ich habe jetzt hier meine Tabelle mal grob rausgesucht. In dem Jahr hat mein Depot plus 0,2 gemacht. Ich habe mich damals auch so ein bisschen geärgert und dann dachte ich mir, Mensch, warum geht denn nichts vorwärts? Ich denke mir so, heute sehe ich das mit ganz anderen Augen. Ich kann absolut zufrieden sein. Selbst der DAX hat minus 12 gemacht. Was haben wir noch? S&P minus 13. Das ist ja auch Geld. Du hast zwar nichts gewonnen hinzu, aber du hast es extrem vermieden, diesen Abschwung mitzumachen. Und das ist ja auch eine gewisse Depotstabilität. Im letzten Jahr sah es wieder anders aus. Ne? Die Tech-Werte rennen bis zum geht nicht mehr. Das heißt, der Nasdaq hat, keine Ahnung, fast 50% gemacht im letzten Jahr. Je nachdem, welchen man dort sich vergleicht, oder S&P 22, mein Depot nur 6%. Aber man muss eben überlegen, was man haben möchte. Und ob man von dem, was man haben möchte, ich sag mal, wenn du jetzt Trader sein willst, wenn du jetzt Wachstumswerte high bist, ja, oh, jetzt fängt der an zu ringen, dann solltest du dich damit auskennen. Dann solltest du wissen, wie man Wachstumswerte bewertet. Ja, nun wertet man an den zukünftig erwarteten Gewinnen. Da musst du auch erkennen, was ist denn schon eingepreist? Und deswegen frage ich, wer heute für 750 Euro in diese Aktie einsteigt, kann das nicht. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ja. Und weil er hat es bei 450 Euro nicht gekonnt. Ja. Weil er nicht dran geglaubt hat, weil er es nicht gesehen hat, weil er nicht gewusst hat, weil er sich überhaupt keine Ahnung hatte. Aber jetzt bei 750 macht er es nicht, weil er das alles hat, sondern weil irgendwelche anderen Leute eben ihre Gewinne zeigen und sagen, hier, guck mal, ich habe ja verdoppelt, geil. Oder in einem Jahr, in einem Monat, boah, ich bin der Größte. Ist so ein bisschen Bitcoin-Mentalität. Aber gut, muss jeder für sich selber wissen. Meint es nicht, deswegen bin ich da auch absolut raus. Und mich juckt, also auch beim Thema Emotionen heute hier, es juckt mich noch nicht mal. Also ich sitze jetzt nicht da, in der Hitze hier. Und nee, aber ich meine, es juckt mich nicht im Sinne von, dass ich jetzt hier total traurig bin, dass ich total weine, weil ich sage, ich habe alles falsch gemacht, warum habe ich das nicht kommen sehen? Alter, ich habe ganz andere Sachen bei mir im Depot, wo ich sage, ja, da tropft halt die Dividende jeden Monat und da kann ich mir eine Kokosnuss kaufen oder jetzt hier ein Regencape, keine Ahnung. Ja. Also ich freue mich mehr, da habe ich auch noch eine Frage an dich, fällt mir gerade ein, wenn wir jetzt mal so ein bisschen von Nvidia wegkommen, aber ich freue mich mehr darüber, über die Entwicklung von der Munich Re, also von der Münchner Rückversicherung aktuell, wie die sich entwickelt haben und dass da die Dividende jetzt erhöht wird, die erhöhen nicht jedes Jahr die Dividende, dann wird die aber stabil gehalten und dann werden da die Preise angehoben und dann kann man mal wieder mehr ausschütten irgendwann. Da freue ich mich am allermeisten drüber, weil ich weiß, auch in absoluten Krisenzeiten fallen die nicht so stark runter. Die machen Aktienrückkäufe. Wenn du da mal über Krisenzeiten schaust, wie die sie stabil halten, finde ich auch Wahnsinn. Und da habe ich überhaupt kein Problem, wenn die auch einen größeren Anteil in meinem Depot hat, sage ich jetzt mal beispielsweise, weil die das über Dekaden gemacht haben, das Unternehmen top geführt ist. Man weiß, die haben eine super Marktstellung. Selbst
obwohl die aus Deutschland kommen. Es gibt ja viele Unternehmen in Deutschland, wo ich sage, um Gottes Willen, lass die Finger da weg. Aber ich sage auch, man ist absolut irre, wenn man jetzt Nvidia kauft, weil wir haben andere Unternehmen, die das viel, die da viel interessanter für mich sind aktuell. Was nicht heißt, und das muss man, glaube ich, auch erwähnen, dass nicht ein Unternehmen, was schon relativ teuer, vermeintlich teuer bewertet ist, auch in die Bewertung hineinwachsen kann. Ich habe auch mal Beispiel, dass dann wäre die offiziell, könnte man vielleicht sagen, fair bewertet gewesen, doch, obwohl es die Zahlen nicht hergegeben haben. Aber ich habe auch mal eine Costco gekauft, die schien relativ teuer trotzdem zu dem Zeitpunkt, aber sind kurz vorher gefallen. Und dann habe ich gesagt, die sind so selten auf diesem Level, obwohl sie ständig steigen und jetzt nicht im historischen Mittel oder sowas sind, da lege ich mir jetzt mal einen ersten Kauf ins Portfolio und die sind auch jetzt 70% im Plus und ich habe die noch nicht so lange im Portfolio. Das heißt, ein Unternehmen kann auch in die Bewertung hineinwachsen und ich finde als Tipp oft auch, ist ganz spannend, ich weiß nicht, ob du das teilst, ob du das auch ähnlich machst, kannst du gleich auch mal was zu sagen, aber ich kaufe nicht gerne nur mit einem einzelnen Kauf, sondern ich sage, naja, jetzt wird es interessant, die wird jetzt günstiger und wenn sie dann eine bestimmte Aktie günstig ist, kaufe ich in mehreren Tranchen. Ich mache dann den ersten Kauf und das kann vielen auch helfen. Das befriedigt so ein bisschen dieses FOMO, Fear of Missing Out, weil man ist jetzt schon dabei und man hat aber auch noch ein bisschen Cash an der Seite, wo ich sagen kann, wenn da jetzt die Leute nochmal abverkaufen, es fällt noch ein bisschen weiter, dann kann ich da nachlegen, vielleicht den zweiten Kauf reinlegen und wenn ich langfristig sehe, die Zahlen bleiben gleich, sieht gut aus, dann kann ich auch nochmal einen dritten Kauf machen und das gibt mir persönlich ein Top-Gefühl und das kann ich auch nur jedem sagen, das mal auszuprobieren, weil ich habe damit tolle Erfahrungen gemacht und gebe das auch meine Kunden weiter. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du auch so ein bisschen so eine Schiene fährst manchmal. Absolut, also ich investiere auch nicht einfach so und sage, das ist jetzt meine Position, sondern ich versuche da in der Tat, mir erstmal Gedanken zu machen, wie risikobehaftet ist eine Position. Dann kann ich feststellen, wie passt die in mein Depot. Also wenn wir von Lebensmittelaktien reden zum Beispiel, dann weiß ich, habe ich schon andere Lebensmittelaktien, habe ich ähnliche, habe ich ganz andere, also Fleisch oder was auch immer, Getränke. Inwiefern passt die da rein und wie groß kann ich die werden lassen? Also je geringer das Risiko, je attraktiver die ist, auch was Performance Möglichkeiten gibt, desto höher würde ich sie gewichten. Und dann entsteht bei mir automatisch, kann ich 2 Tranchen, 4 Tranchen, wie auch immer, dort investieren. Und dann gebe ich mir auch so eine Art Level vor. Also ich kaufe jetzt nicht alle bei 50 und dann, ne, also dann sage ich mir, okay, dann kaufe ich ein bisschen tiefer, staffel es auch ein bisschen. Und dann ist es so, wenn dann eine Position irgendwann erledigt ist und die geht dann wieder in die Erholung nach einem Jahr vielleicht, dann kann ich sagen, okay, von 4 gewünschten bin ich 2-mal reingekommen, einmal für 50, einmal für 45, habe jetzt einen Durchschnittskurs, keine Ahnung, und sage, okay, mehr hat es nicht geklappt und dann ist die jetzt wieder bei 70. Also das mache ich auch schon. Wobei ich schon sagen muss, ich versuche wirklich grundsätzlich nur bei Unternehmen zu investieren, die günstig sind. Also Münchner Rück zum Beispiel ist bei mir eine teure Aktie, die ist auch schon immer und schon lange teuer. Das heißt, da kommt man auch, wie du schon sagst, selten rein. Und ich würde die jetzt auch nicht kaufen, wenn die nur neutral ist oder mal einen Hänger hat oder was auch immer. Das ist dann leider so. Da bin ich bei mir auch, bin ich auch konsequent. Wenn die dann mal irgendwann günstig ist, dann hat die sicherlich auch irgendwelche Probleme. Ne? Also gerade Versicherungen, sag mal so, Finanzkrise, wenn Assets in der Breite irgendwo mal einbrechen, dann geht es dann solchen Unternehmen auch. Aber schießt jetzt keiner. sondern das sind dann Unternehmen, da verzichte ich in der Tat drauf. Ich sag mir schon, ein Unternehmen wächst in die Bewertung hinein, muss aber jetzt unterbewertet sein und muss aber aufgrund der Geschäftsentwicklung, was die alles da so vorhaben, praktisch wieder Werte heben können. Also Margen, Gewinne müssen steigen, Schulden abgebaut werden und so weiter. Das sehe ich schon. Der Markt kann das nur schlecht einpreisen, wenn es noch nicht passiert ist. Aber der Vorstand kann natürlich sagen, wir wollen das und das machen. Und dann sagen alle, ey cool, okay, Aktie ist doppelt so teuer. Das funktioniert nicht, sondern die müssen praktisch mit den Quartalszahlen sehen, schafft er es wirklich, wie er gesagt hat, die Marge um 2 Punkte anzuheben oder die Schulden um 2 Milliarden zu reduzieren oder einzusparen. Ne? Disney, habe ich heute gelesen, will ganz, ganz viele Milliarden sparen und die haben jetzt schon gesagt, dass sie wohl schaffen, ihre, ich glaube, 7,5 Milliarden Einsparungen zu schaffen. Also denke ich mir, die sind echt am Ackern. Sowas muss sich dann in den Zahlen zeigen und dann entsteht dieser Bewertungsaufschlag. Also da war jetzt leider in Münchner Rück und auch Costco aus meiner Sicht 2 schlechte Beispiele. Die hätten bei mir jetzt nicht so die Beachtung gefunden, weil sie beide immer gut laufen, immer günstig, immer teuer sind.
Und da findet man in der Tat selten den Einstieg. Und deswegen kaufe ich sie nicht trotzdem. Und das machen aber viele. Wenn zum Beispiel bei uns jetzt eine Ampelphase grün ist und wir sagen, es ist Kaufphase, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon erwähnt, dann gehe ich in den Supermarkt und gucke, wo sind diese roten Bapperl, was ist im Angebot? Oder in dem Aldi-Heft, ne? Und jetzt brauchst du Avocado. Und Avocado sind die Woche nicht im Angebot. Kaufst du jetzt dann 10 Stück? Weißt du? Oder vielleicht Avocado ein schlechtes Beispiel, vielleicht nimmt man irgendeinen Artikel, der nicht ablaufen kann, der nicht verderbbar ist. Ja? Sagen wir mal Toilettenpapier oder irgendwas, ja. Ein Produkt, wo es eigentlich egal ist, wann du es kaufst, wenn es günstig ist, wenn es im Angebot ist für die Hälfte, dann kaufst du dir und das Lager voll. Ja? Das klappt halt bei der Avocado nicht, die ist dann morgen schlecht. Aber wenn sie nicht günstig ist, dann kaufe ich es halt nicht. Ne? Und du würdest jetzt hingehen und sagen, im Aldi-Heft, Toilettenpapier ist jetzt nicht im Angebot, wie hieß es dann Deutsch mal, Regina oder so. Ne? Und dann gehst du aber hin und sagst, kaufe ich trotzdem. 10 Stück. Weißt du? Das ist jetzt nicht so mein Ansatz, weil du denkst, okay, könnte sich irgendwann lohnen. Aber ja, es gibt leider auch Aktien, die werden wahrscheinlich dann irgendwann nie in meinem Depot landen. Ist jetzt auch nicht so Was sie schlimm. auch nicht müssen, was sie auch nicht müssen, das ist ja deine Was sie nicht Entscheidung, das ist ja müssen. Ja, deine. absolut. Aber Genau. wenn mal eine Münchner Rück im Angebot ist, dann gebe ich dir recht. Das ist eine Aktie, die möchte dann auch im Depot haben. Je nachdem, wie es ihr dann geht, warum es ihr dann schlecht geht. Wenn die natürlich kurz vor der Insolvenz sind, weil sie alles Kacke gemacht haben, weil alles kaputt gemacht haben oder weil bei Costco keiner mehr einkaufen geht, ne, dann würde ich vielleicht auch Abstand nehmen. Aber mit der heutigen Sicht über die Qualität dieser Unternehmen, natürlich würde ich die stark bevorzugen. Man muss auch vergessen, nicht vergessen, ich gucke, weil ich es gerade sehe, auch eine Münchner Rück hat sich in Covid in der Spitze halbiert. Da muss man einfach schnell sein. Da muss man einfach dran glauben, dass die Welt wieder in Urlaub fahren darf. Und dann hätte man da durchaus zuschlagen können. Also bei mir ist sie nicht aufgetaucht. Ich habe die nicht gekauft. Warum auch immer. Ich habe alles andere gekauft. Ich habe auch mit Ölwerten nichts falsch gemacht. Ja, deswegen traue ich jetzt da keiner Münchner Rück oder so hinterher. Ja, ich habe da im Sommer 22, war Juli 22 oder so, glaube ich, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber bin ich Step by Step, habe ich da nochmal nachgekauft. Das hat sich jetzt ausgezahlt. Da war die für mich in der Tat günstig, aber jetzt nicht extrem günstig, da hast du recht. Also die war schon, das ist immer so ein Unternehmen, wie sagt Buffett, ein Unternehmen, was a good company for a fair price. Oder eher Manga hat das Es ja ist ja gesagt. oft so, dass die belasteten Unternehmen, die Probleme haben, mit denen will sich ja keiner beschäftigen. Die Anleger investieren gerne in rosa-rot. Guck mal, Wolken am Himmel, oh, gehst du auch nicht an den Strand. Blauer Himmel, weißt du, Sonne scheint, alles rosa-rot. Das ist das, was du haben willst. Keine Probleme. Normalerweise sind die Aktien auch super gut bewertet. Also da darf man auch nicht erwarten, ne, bei eitel Sonnenschein gibt es halt in der Regel nur dann, wenn es dem Unternehmen gut ist. Weil ich es gerade sehe, heute offensichtlich bei Reckitt Benckiser, ist ja auch so eine Witwen- und Waisenpapier, hat ja wahrscheinlich auch jeder irgendein Produkt zu Hause unter der Spüle stehen. Da ist die Aktie anscheinend heute um 10% gefallen oder 11%, weil hier steht nur, die Quartalszahlen beim Umsatz entsprachen nicht den Erwartungen. So, Das finde ich jetzt kannst immer und Wahnsinn. jetzt nimm das mal auf Nvidia. Bei Reckitt Benckiser schaut man von Quartal zu Quartal und das aktuelle Geschäftsjahr, was die Firma gesagt hat, was wir schaffen wollen, wie viel sie verkaufen wollen und so weiter. Jetzt haben wir Inflation, die Leute kaufen wahrscheinlich immer weniger Meisterpropper und so weiter. Aber jetzt guck dir mal ein Video an. Da reden wir nicht von den Erwartungen der nächsten Quartale, da sind die Erwartungen der nächsten 2 Jahre eingepreist. Also da kannst du dir ein Bild machen, vorstellen, was passiert, wenn dieses Luftschloss mal nicht erfüllt werden kann. Wenn sie sagen, statt 30 Milliarden pro Quartal schaffen wir nur 28. Und dann, oder 29, ja, dann denken wir, Mai, 1 Milliarde weniger, ne, holen sie wieder auf. Dann sagt der Markt, oh mein Gott, wir brauchen ja eigentlich noch deutlich mehr. Und dann wird es genau solche Abstürze geben, ja, zack, 10% an einem Tag. Das sind bei Nvidia, keine Ahnung, 70 Euro, die heute dann alleine verpuffen. Und dann morgen wieder und so weiter. Das ist schon, ja, die Erwartungen sollten tief sein. Und Unternehmen solltest du die Möglichkeit geben, dass sie da überraschen können.
Ich hoffe, diese Podcast-Aufnahme hat dir gefallen. Und wenn du sagst, du möchtest jetzt endlich auch wissen, wie du dein gespartes Geld gewinnbringend investieren kannst, jeden Monat oder jedes Quartal Cashflow auf dein Konto bekommst und so langsam davon leben kannst, vielleicht deinen Job runterschrauben kannst und jetzt schon freier leben kannst und deine Rente absichern kannst, dann kontaktiere mich unter aktien-wagner.de, trag dich für ein kostenfreies Strategiegespräch ein, dann werde ich mir deine Daten anschauen, dich persönlich per Telefon anrufen, herausfinden, wie ich dir weiterhelfen kann und dann machen wir ein kostenfreies Strategiegespräch über Zoom, in dem ich dir eine Strategie zeige, wie du mit Aktien über die Börse erfolgreich wirst. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Bis ganz bald, dein Mike.